geht's euch denn so? Heute habe ich die Pingbox bekommen. Ne, gestern habe ich sie bekommen. Oder sogar vorgestern. Aber ich musste arbeiten, hatte nicht viel Zeit. Und wie immer bekam ich dann ein Magazin dazu. Mal durchgucken, was da alles drin ist. Und dann haben wir verschiedene Coupons hier. Happy Birthday Pingbox, das schaue ich mir später an. Und wieder HelloFresh. Diesmal für 50 Euro, okay. Gut, ach, das, ja, Happy Birthday, okay. Ah ja, verschiedene Coupons drin. Gut, und wie immer, die Pinkbox, bisschen anders heute. Das ist ziemlich spät gekommen diesmal, weil irgendwie hat es nicht geklappt von der neuen Adresse her, weil ich hier umgezogen bin. So, okay, mal was das denn ist. So sieht die Broschüre aus. Ich habe sogar eine kleine Büchlein with Love Inside. Hier verbirgt sich eine Überraschung für dich. Okay. Okay. Mal gucken, was das alles ist. Und dann und noch ein Umschlag dabei. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also, ist das wieder von Belu? Ja. Das habe ich jetzt mindestens jetzt schon 5-6 Mal bekommen, sowas. Auch wieder ein Cremeschaum. Oh, Slushy Apple. Apple heißt es. Mal gucken, wie das riecht. Was heißt gucken, wie das riecht? Und das wird immer riesig dann. Ja, ich habe noch eins mit Kirschduft, Kirschenduft, Vanilleduft. Ja, das riecht wirklich wie Apfel. Okay, jetzt muss ich das aber nicht machen. Das ist da keine Creme. Das ist ja für die Dusche, ne? Ja, pflegen wir Cremeschaum. Gut. Okay, dann das nächste hier. Hair Apology. Das übersetzt heißt Haarentschuldigung. Ich weiß auch nicht, was das ist. Power Shots. Ach, das sind Tabletten drin. Oder nicht Tabletten. Wie sagt man die? Die kleinen Kapseln. Muss man die... Okay, da gucke ich noch einmal, wie man das macht. Ob man die nimmt oder auf die Haare macht. Das ist Nummer 2. Ne? Das ist auch sehr schwer. Rock On, wieder ein Parfüm von Miro. Okay, das mache ich mal auf und mal gucken, wie das riecht. Interessant, in den letzten Zeiten habe ich einiges an Parfüm bekommen. Also das ist ja nicht oft drin. Und ich bin sehr pingelig. Okay, Miro, so sieht es aus. Rock On, okay. Und ein Spritzerchen. Oh ja. Ganz fruchtiger. Fruchtig, würde ich sagen. Fruchtig. Schöne Flasche. Okay. Dann haben wir hier einen Lippenstift, so wie es aussieht. Von Alverde. Das ist auch sehr natürlich, ne? Gleich mal aufmachen, weil den nehme ich bestimmt, weil das die Farbe ist, wo ich gerne mag. Jawohl, sehr schön. Das ist die ideale Farbe, finde ich. Das kannst du fast zu allem tragen. Okay. Face Zero. Sehr teuer. Und Blusher. Es kann sein, dass ich jetzt so eine dritte habe. Bin mir nicht ganz sicher. Okay. Nochmal was von Alverde. Und was ist das? A Highlighter. Oh, ein Highlighter. Okay. Mach mal auf. Highlighter habe ich heute gar nicht drauf, aber meistens kann man ja ein bisschen auf die Nase machen. Ups, ja, das sieht doch toll aus. Okay, jetzt. Und dann macht man ja ein bisschen nachher. Ne? Ta-ta-ta-ta-ta. So, die Wangen. Und hier noch ein bisschen. Ich glaube, ich glänze. Auch so. Aber. Das passt. Und das ist, finde ich, eigentlich gut in so einem kleinen Behälterchen. Okay, gucken wir mal nach, was das gekostet hat. Also, hier ist es, also ist das Intensive Care Power Shots. Okay, wie macht man das? Bei jede Kapsel enthält eine. Okay, einfach den Verschluss da abdrehen und dann reichhalte es auf die Hand. Okay, und trage es an Schlaflängenspitzen Handtuch ins Handtuch trockene Haar. Okay. So teure Sachen findet man normalerweise nicht in der Pinkbox. Hier heißt es
28,99. 15 mal 1,5. Ja. Also das ist fast 30, fast das Doppelte. Die Box kostet 15. Ne? Okay, dann, ja, hier ist das Face Zero. Oh ja, ja auch. 24,96. Und so ist die Farbe. Und ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, schon, ja, wie gesagt, wahrscheinlich schon 3 jetzt mit diesem. Okay, und dann gibt es das Parfüm. Das ist nicht so teuer. Das kostet 9,95. Okay. Dann der Highlighter von Alverde. Der ist auch nicht teuer. 2,95. Gefällt mir auch. Und dann auch den Lipstick. Dieser hier, der kostet auch 2,95. Also die sind nicht schlecht, Alverde, finde ich. Und dann der Cremeschaum, der war auch nicht so teuer, 3,95. Okay, und dann die Karte noch dazu. Was? Ein Wunder in dieser Karte hier. 5,95. Muss ich nachher mal gucken, was das ist, ne? Gut, das war's also für heute, für die Pinkbox. Ich muss sagen, das ist eigentlich von der besseren. Weil die Sachen kann ich wirklich benutzen. Super. Also wirklich alles. Ich muss sagen, weil ich habe mir ja schon gedacht, dass ich die Pinkbox, dass ich sie abbestelle. Weil ich war in den letzten Monaten eigentlich nicht so, ja, hat mir einfach nicht gefallen. Aber ich muss sagen, das war jetzt gut heute. Wie denkt ihr über die Pinkbox? Sagt mir Bescheid, wie ihr, ob ihr sie mögt, ob ihr sie auch abonniert oder nicht mehr abonniert. Und ich sehe dann euch im nächsten Video. Okay, dann tschüss.